Hospiz im herkömmlichen Sinne sind, verwenden wir diesen Begriff bewusst, weil er unsere Arbeit in seiner ursprünglichen Bedeutung mehr als gerecht wird. Hospiz kommt zum einen von Hospitium, das ist gleichzeitig das Gebäude einer Herberge und auf der anderen Seite die Grundhaltung der Gastfreundschaft und zum anderen von Hospes. Und Hospes bezeichnet gleichzeitig den Gast wie auch den Gastgeber. Und am Sterntalerhof ist unser Bemühen, diese asymmetrische Hierarchie zwischen Gastgeber und Gast aufzulösen. Die Rollen sind nicht starr festgelegt. Alle, die Familien und die Mitarbeiter, sind in einer Doppelrolle. Jede und jeder ist Gast und Gastgeber in einer Person. Jede und jeder tischt etwas anderes auf. Was da ist, Schönes und Schweres, wird miteinander geteilt. Und immer wieder bewahrheitet sich der alte Sinnspruch, geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. Wir sind bemüht, dass sich diese Begegnung auf Augenhöhe auch gestaltet und aufgrund dessen dann in diesen Augenblicken auch wir allesamt Beschenkte sind und wir auch sehr, sehr viel von der Arbeit mit den Familien, die sich uns anvertrauen, profitieren dürfen. Es ist dieses absichtslose Dasein, dieses Menschsein, was nicht in die Kategorien unserer heutigen Kultur, in keine Quantifizierbarkeit in Wirklichkeit zu gießen ist. Mitte der 90er Jahre haben zwei Therapeuten ihr Herz in die Hand genommen, Peter Kay und Regina Heimhilcher. Sie haben dieses neuartige Kinderhospizkonzept von Anfang an ausdefiniert gehabt und begannen mit dieser Mission, das Gefühl von Geborgenheit, Zuversicht und Lebensfreude für Kinder und deren Familien, die nicht wissen, wie lange es ein gemeinsames Morgen gibt. Mein Name ist Gerold Rudler. Ich begrüße Sie im Namen des Sterntalerhofs, vor allem natürlich im Namen des Teams vom Sterntalerhof. Es ist wirklich schön, dass Sie da sind. Warum ich heute da bin, hat einen ganz einfachen Grund. Wir lustigen Kampeln von der Bühne kriegen immer wieder Benefits-Anfragen und spielen auch immer wieder Benefits-Vorstellungen. Das sind dann Vorstellungen, wo, ich gebe es zu, teilweise uns selber nicht ganz klar ist, wofür das heute Abend stattfindet. Und dann gibt es den Sterntalerhof. Dann kommt der Sterntalerhof mit einer Anfrage, würdest du für den Sterntalerhof mal auftreten? Wir haben da im Radiokulturhaus, ja, mache ich natürlich, selbstverständlich, es geht ja um Kinder, ist doch klar, kranke Kinder, um Gottes Willen, dann erst recht, selbstverständlich. Und dann begegnet man dort im Radiokulturhaus, im Gegensatz zu sehr vielen anderen Benefizvorstellungen, dem Team. Dann begegnet man Menschen, die das organisieren. Man begegnet Menschen, die hier arbeiten, die ihre Seele da reinstecken und du merkst auf einmal, wie im Gegensatz zur großen, weiten Welt da draußen, wie leise die sind. Wie es denen nicht um die PR geht, wie es denen nicht darum geht, dass sie jetzt mit einem ach so berühmten Kabarettisten ein Foto haben können, sondern wie es denen um die Sache an sich geht. Die kommen dir mit einer Ehrlichkeit entgegen, die so dermaßen entwaffnend ist und dann will man als Kabarettist diesen Sterntalerhof auch kennenlernen. Dann plagt man sich sozusagen von Wien herunter und sieht dieses wunderbare, einmalige Gelände. Man spürt sofort, wenn man daherkommt, das geht einem durch Mark und Bein, was hier wirklich los ist. Das ist nur der Grund, damit Sie wissen, warum steht denn der Kampel eigentlich da oben, wer braucht denn den? Keiner, aber ich habe mich aufgedrängt. Der Sterntalerhof ist ja sozusagen auf deinem Ideengut gewachsen. Auf eurem Ideengut. Aber sag du mir mal, wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee? Naja, also angefangen hat es eigentlich mit einem Mädchen, das sie begleitet hat im AKH mit Gehirntumor. Und die ist sehr gern voltigieren gegangen und hat mich so mehr oder weniger verkuppelt. Also sie hat immer erzählt von einer Regina. Und dann können wir mich die mal kennenlernen. Und leider Gottes war das mehr oder weniger erst nach dem Begräbnis. Und wir haben halt ein bisschen geplaudert und da hat sie gesagt, sie würde mich einmal einladen mit einem Kind aus dem St. Anna oder aus dem AKH zu ihren Pferden zu fahren. Und da haben wir was erlebt, was ich als Seelsorger also wirklich zum Staunen, noch immer staune,
das, was ein Pferd zusammenbringt, in einer Stunde bringe ich in einem ganzen Monat als Seelsorger so nicht zusammen. Und dann sagt die Regina mal, ich darf mir wünschen, also ein kleines Bauernhaus und da mit meinen Pferden und da darfst du dann mit den Kindern aus dem St. Anna und AKH zu mir kommen. Und die hat gesagt, warum machen wir nicht gleich ein Hospiz? Und dann ist losgegangen. Also in dem Wahnsinn, weil wir haben ja nicht gewusst, was uns blüht. Wie war denn die Anfangszeit? Also was würdest du jetzt sozusagen im Rückblick darüber sagen? Also rückwirkend finde ich sehr bewundernswert, weil das, was sich im Leben wirklich verwirklichen soll, das verwirklicht sich. Und so hat der Sterndalerhof von Anfang an mit seinem starken Geist sich eigentlich immer durchgesetzt. Und diese Kraft, mit der wir begonnen haben, ist für mich heute da immer noch spürbar. Wenn ihr jetzt seht, wie der Sterndalerhof dasteht, wie geht's euch dann? Also ich bin jedes Mal wirklich aus ganzem Herzen sehr, sehr berührt. Es ist unglaublich schön für mich, da zu sein. Ich genieße immer die Zeit sehr. Und es ist für mich wirklich ein Ort der Kraft. Und dieser Geist, diese Botschaft, du bist uns wichtig, die wir immer den Kindern, das war so auch unsere Antriebskraft, den Kindern zu vermitteln, du bist wichtig für uns, das ist spürbar. Wenn man mit Schwerkranken zu tun hat, mit Sterbenden zu tun hat, ob das jetzt Kinder sind, Jugendliche oder Erwachsene, dann sieht man, dass man mit einer Konfektionsgröße, mit einer Betreuung, mit einer Pflege von der Stange nicht weiterkommt, weil kranke Menschen nicht gerade sind, kranke Menschen sind krumm. Und warum ich da arbeite, ist, weil es die Mitarbeiterinnen, die Kolleginnen, die Kollegen zustande bringen, für einen jeden, eine jede, die kommt, die Pflege, die Betreuung maßgerecht zu machen. Das heißt, bei uns am Hof finden Sie keine Konfektionsgrößen. Niemand muss sich in eine kleine Größe reinzwängen müssen. Es sind Maßanfertigungen und diese Maßanfertigungen müssen passen. Und wenn sie passen, dann ist das das Schönste für uns. Es ist so, dass ich den Peter Kai und die Regina Heimhilcher vor fast 20 Jahren kennengelernt habe, damals über die Barbara Stöckl. Und ich war von der Idee dermaßen begeistert. Es ist mir gut gegangen, es geht mir jetzt auch gut. Habe einen gesunden Sohn, eine gesunde Frau, eine ordentliche Familie. Der Bedarf ist da, solchen Menschen zu helfen, solchen Kindern zu helfen. Und wenn die Politik das nicht zustande bringt, dann muss eben die private Seite einspringen. Und was Sie hier sehen, Sie können sich vorstellen, was das gekostet hat, ist alles durch private Spenden aufgebracht worden. An dieser Stelle jetzt und zwar.
2006 hierher gekommen bin und Regina und Peter hier arbeiten gesehen habe, war es für mich plötzlich, weiß nicht, einfach, ich bin am richtigen Platz. Dieses Gefühl, hier macht mein Leben irgendwie Sinn. Und es gibt keine Arbeit, die ich mir vorstellen kann, die mehr Sinn macht, als für Familien in Not da zu sein. Für Familien, die wirklich Unglaubliches leisten, Tag für Tag. Und denen ein bisschen Entlastung zu schenken, das gibt mir einfach ja, viel zurück. Und es ist ein Geschenk und ein Privileg, hier arbeiten zu dürfen. Ja, das ist bis heute. Entschuldigung, wenn ich da kurz einschreite. Man sagt das immer so leicht, denn es ist ein Geschenk und ein Privileg. Aber es ist ja schon anstrengend da. Oder nicht? Es ist emotional auch, ja. Sehr emotional. Das, und schaffen Sie das selber? Das ist anstrengend. Aber wir haben ein super Team, wir haben super Bedingungen, wir haben super Vision zum Beispiel. Super, super. Ja, und Möglichkeiten auch für unseren inneren Ausgleich zu sorgen und für uns Rituale zu machen, dass wir das schaffen. Und ich hoffe, dass wir weiterhin so viele Menschen hinter uns stehen haben, die uns unterstützen, dass wir weiterhin da sein können. Vielleicht sogar noch für mehr Familien in Zukunft mit derselben Qualität, mit demselben Daseinsanspruch. So dass sich die Familien hier weiterhin wohlfühlen. Wir möchten Danke sagen, schön, dass so viele Leute da sind. Wir tragen sie in die Welt aus, wir spüren heute halt immer wieder einmal und dann sagen wir den Leuten, dass es diese wunderbare Institution hier gibt. Wir haben extra eine grüne Spendensau. Wir haben eine grüne Spendensau, gell? Und die Leute hauen da wirklich schön und viel rein und wir haben jetzt bald Premiere in 2 Wochen. In 2 Wochen und da haben wir dann eine große quasi Shake-Übergabe. Nein, es ist eine Woche. Ist nur eine? Am Dienstag in einer Woche übergeben wir dann das Geld, was wir gesammelt haben. Genau, was wir jetzt seit einem Jahr gesammelt haben. Also aber das ist noch eine Überraschung. Das ist eine Überraschung. Und wir haben das vorher auch gemacht, also wir können noch einen kleinen Hinweis geben. Wir haben davor Momo Kinderhospiz unterstützt, 3 Jahre lang. Und haben in diesen 3 Jahren konnten wir 126.000 Euro sammeln. Und wir hoffen, dass... Ja. Lass uns das nochmal genügen. Und wir hoffen, dass wir das auch da schaffen. Also, genau. If I were rich, man. Ja, da bidi bidi bada bada bidi bidi. Money, 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 money makes the world go round. Money, 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 money. Good as sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret on top. Come to the sing! Sing! Geh jetzt sing, ha! This is the moment, this is the day. Sei bereit, sei bereit. Calling. Let's do Taiwan.
jump to the little shop of horrors, bop, she bop. Little shop of terrors, call the cops. Little shop of horrors, rama, lama, lama. Kadingity, dinky, dunk, shoo, up, shoo, wad, wad, yippity, bump, dip, bump. Check, 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 any check, shop. Dip, da, dip, da, dip, do, wad, do, do, do. Boogity, 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 shoo, wad, wad, shop. Sha, na, 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 yippity, bump, dip, bump. Let's do the time walk. Dass sich der Sterntal über private Unterstützungen ohne grundsätzliche öffentliche Regelförderungen finanziert, ist die Zivilgesellschaft, wie es so schön heißt. Und das sind genau Sie, jede und jeder Einzelne von Ihnen, nicht nur wichtig, sondern von existenzieller Bedeutung für unsere Arbeit. Und allein die Tatsache, dass es möglich war und möglich ist, dieses Konzept von einer idealistischen Privatinitiative hin zu einer österreichweit ganzjährig tätigen Organisation zu entwickeln, lässt auch mich durchaus zuversichtlich in die Zukunft blicken. Zu tun gibt es nach wie vor genug oder besser gesagt mehr denn je. Wir sind permanent bemüht, das Angebot aufzustocken und nachzuziehen. Gleichzeitig können wir eben unsere Arbeit, und das ist wiederum meine Gesamtverantwortung, nur in dem Maße entwickeln, wie es die Unterstützung auch tatsächlich zulässt. Da bin ich für jede und jeden Einzelnen dankbar, die und der sich entscheidet, uns zur Seite zu stehen. Egal ob finanziell oder materiell, einmalig oder regelmäßig, eine stimmige Hilfe ist uns immer willkommen. Denn die Sorge um die uns anvertrauten Familien ist eine gemeinschaftliche Aufgabe von vielen. Das ist mir auch wichtig zu vermitteln und das sehe, erlebe ich auch so und empfinde ich auch so, sind wir, diese Sterntaler sozusagen, ermöglichen die Arbeit als Kinderhospiz und Familienherberge. Deswegen herzlichen Dank für Ihr Kommen und für Ihre Unterstützung. So darf ich Sie einladen zu diesem gemeinsamen Gedenken. Beim Aufgang der Sonne und bei ihrem Untergang erinnern wir uns an sie. Beim Wehen des Windes und in der Kälte des Winters erinnern wir uns an sie. Beim Öffnen der Knospen und in der Wärme des Sommers erinnern wir uns an sie. Beim Rauschen der Blätter und in der Schönheit des Herbstes erinnern wir uns an sie. Zu Beginn des Jahres und wenn das Jahr zu Ende geht, erinnern wir uns an sie. Wenn wir Abschied nehmen und wenn wir uns aufs Wiedersehen freuen, erinnern wir uns an sie. Wenn wir müde sind und Kraft brauchen, erinnern wir uns an sie. Wenn wir verloren sind und krank in unserem Herzen, erinnern wir uns an sie. Wenn wir Freude erleben, die wir gerne teilen würden, erinnern wir uns an sie. Solange wir leben, werden auch sie leben. Denn sie sind ein Teil von uns, wenn wir uns an sie erinnern. Beracha, ein jüdischer Segensspruch für unsere Familien, für die Mitarbeiterinnen im Sterntalerhof und für Sie, die Gäste, unsere Freunde des Sterntalerhofs. Was wir uns wünschen
uns gegenseitig wünschen. Ein Dach, das dich schützt, eine Treppe, die dich trägt, eine Tür, die dir offen steht, ein Tisch, der dir gedeckt ist, ein Bett, das dir Ruhe gibt, eine Hand, die dich hält, einen Menschen, der dich liebt, einen Gott, der dir Wohnung gibt. Amen.